Hallo, meine Lieben, mich hat Überraschungspost ereilt. Ja, ich habe lieben netten Kontakt und wurde aufgefragt, ob ich nicht Interesse an so einem Aufkleberchen hätte. Und sie würde das bestellen. Und da sie einmal bestellt, wird sie für mich gleich mitbestellen. Gut, gesagt, getan. Aufkleberchen kam, Info kam, sie hat dann noch ein bisschen Überraschung reingepackt. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Umschlag. Ja, und ich habe auch mal hier eine, wie ihr sehen könnt, glitzere ich schon, ein Handtuch untergelegt, da leider bei der Überraschung ein Teil aufgegangen ist. Und das war natürlich ein sehr, sehr feines Glitzer. Ist aber schnurzpiep egal. Ich mache das jetzt trotzdem auf. Und ihr seht, es schwirrt schon überall rum. Und ja, es ist also doch ein sehr, sehr schönes Glitzerpaket. Aber wir fangen an. Es ging ja um diese Art von Aufkleber und die finde ich ja so niedlich mit dem Bambi und Klopfer, die Blümchen, also ganz, ganz, ganz niedlich. Vielen lieben Dank. Ich habe hier auch ein Brieflein dazu. Ich halte es nicht in die Kamera. Hallo liebe Katrin, ich schicke dir eine süße Bambi-Tattoo und eine kleine Überraschung. Ich hoffe, du freust dich. Gern kannst du ein kleines Video machen. Natürlich mache ich ein kleines Video. Ich hoffe, ich durfte den Brief vorlesen. Ich habe aber meinen Namen nicht gesagt. Ne, weil, ja, da ich nicht wusste, ob ich das darf. Okay. Also es ging, wie gesagt, nur um die Bambi-Tattoos und ja, da habe ich mich auch riesig gefreut, dass mich die Liebe gefragt hat. Der Grund, warum das ganze Paket so glitzert, ist das Crystal Dust Green und das ist ja echt ein hammergeiles Zeug, wie ihr hier sehen könnt. Das glitzert und schimmert in Grün, Gold, echt magisch, mega toll. Da sage ich ganz, ganz dickes, fettes Danke, weil das ist sowas von toll. Da habe ich mich, ja klar, ich habe es ja nun aufgemacht, ne, weil ich musste ja wissen, woher das Glitzer kommt. Da habe ich mich beim Anblick schon tierisch drüber gefreut. Ganz, ganz liebes Dankeschön nochmal dafür. So, und ich denke mal, ich werde das mit auf einen der nächsten Modellagen verwenden. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Machen wir weiter. Was mir ins Auge sticht, so richtig bam, ist das hier. Und zwar diese Teilchen. Habe ich euch in ähnlicher Art schon vorgestellt und wir machen das jetzt gleich auf, denn ich bin sehr, sehr neugierig, was hier für welche drin sind. So. Na? Nö. Ach, wisst ihr was, ich brauche die Tüte sowieso nicht mehr. Das schnippel ich jetzt einfach auf. Ja, mach das. Und es, oh, guckt mal, türkises Multi mit Kaviarperlen, mit Einlegern. Ich nehme jetzt mal mein kleines Dotting-Tool und ihr hier seht schon Formen, Dreiecke, Kreise. Ein Kreuz sehe ich da und echt tolle Steinchen, wunderschön,
Trifft haargenau meinen Geschmack. Vielen lieben Dank. Das ist echt toll. Da freue ich mich sehr drüber. Ich liebe sowas. Oh. So. Und weiter geht's. Schön sicher verpackt wieder. Was haben wir denn hier? Von Jollifee. Oh. Das sind Flower Sticker. Aha. Sehr schön. Da kann man schöne Blumen und kombiniert mit Blättchen machen. Das ist wirklich ganz, ganz fein. Ich habe in einem meiner letzten Videos erst solche, ich sag mal, One-Stroke-Sticker verarbeitet und die sind so ähnlich und die sind wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Dann haben wir, oh, Lace Tattoo Nummer 2. Oh, sehr schick in Silber. Ja, habe ich überhaupt noch nicht, auch noch nicht gesehen. Und die finde ich ganz schnuckelig, muss ich sagen. Weiter geht's mit Lace Tattoo Nummer 32. Oh. Einmal in silbern groß und einmal in golden filigraner. Also die silbern großen sind die 2 und hier die 2 und 3. Aber sehr schick. Ja, die kann man im hinteren Bereich, also vorne über der French. Nicht unbedingt, aber hier so, ja. Ganz, ganz mega toll. Weiter geht's mit. Oh, guck mal. Die sind ja klasse. Mega toll. Steht nicht drauf, was es ist, aber ihr seht ja, ne? Blumenmuster. In Pink mit Grün und Glitzern tun die. Sehr, sehr schön. Wunderschön ausgesucht, meine Liebe. Was haben wir hier? Ah, oh. Ah. Traumfänger und Federn. Also mega, mega toll. Trend-Tattoo Nummer 1. Ja, das ist extra hinten nochmal drauf geguckt, weil die liebe, edle Senderin hat nämlich einen Jollifee-Store in der Umgebung. Bin schon richtig neidisch, aber Gott sei Dank habe ich keinen, denn mein Mann würde mich bei Zeiten mit Scheidung verfolgen. Dann haben wir, oh ja, One-Stroke-Tattoo Nummer 7. Oh, wenn ihr wüsstet, wie mein Zimmer gerade glitzert und glimmert. Unter der Lampe, das ist eine herrliche Pracht. Dieses Grün, Goldenes. Oh. Okay, weiter geht's. One-Stroke Tattoo in Blau-Lila. Also, mega toll. Und ihr wisst ja, One-Stroke und ich sind zwei Sachen, die nie Freunde werden. Also von daher benutze ich sowas natürlich auch gerne. Machen wir weiter mit Glitter Nail Art Sticker Nummer 27. Oh, die sind ja schön. Na, prächtig. Ach, die Farben sind so herrlich, so schön kräftig und das Glitzern und oh, sehr, sehr schön. Dankeschön. Aber es geht noch nicht zu Ende. Nein. Es war eigentlich nur der Sticker ausgemacht, ne? Hier von wegen Bambi. Aber naja. Dann haben wir hier solche halben, dreiviertelsten Cs. Silver Curve Tattoo Nummer 6. Gut, okay. Und ihr seht volle Kreise, leere Kreise, Sternchen mit Kreis. Sehr, sehr schön. Kann man verwenden. Immer wieder gern.
Nochmal, OneStroke Tattoo 18. Oh ja. Die kenne ich sogar. Die habe ich mir nämlich im Shop schon mal angeschaut. Aber ich glaube, ich habe die nie gekauft. Also, jetzt kann ich sie testen. Wunderbar, dankeschön. Wir machen aber immer noch weiter mit... Ach, Gottchen ist... Das ist ja mal... Flower Sticker. Ich wollte gerade sagen Flower Power. Ich halte es mal so. Loves Orakel, dann ist also eine wunderschöne Auswahl an Blumen und Schmetterlingen, Schleifen und super tolle Frühlings-Sommerfarben. Und nein, es ist noch nicht Schluss. Denn hier, oh, guckt mal, das lese ich euch vor, Pine Stripe Wave Rot. Ah, das sind, ja, jetzt klackert es im Kopf. Das sind die gezackten. Genau, die mache ich aber jetzt noch nicht auf, weil sonst wäre wirklich alles grün. Aber ist mal was ganz, ganz anderes. Ich habe ja nur die... Meine Nase killert. Nur die ganz dünnen und sowas habe ich bis jetzt noch gar nicht. Das sind richtig Zacken. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen, wenn ich euch das mal so halte. Ja, das Glitzer lenkt ab, ich weiß. Aber sehr, sehr mega. Ganz, ganz tolles. Und hier haben wir dann das ganze Glitzer nochmal drin. Aber ich muss sagen, es ist, obwohl das wirklich sehr, sehr viel aussieht, die Flasche ist fast ganz voll. Also da ist minimal was rausgegangen. Da brauchst du keine Sorgen zu machen. Ich habe mich ganz mega toll über deine Überraschung gefreut. Und ja, wir sind ja sowieso im Kontakt. Von daher kriegst du einen Arsch über Messi voll. Nein. Ich sage natürlich ein dickes, fettes Dankeschön an dich, dass du mir so eine tolle Nailart-Überraschung geschickt hast. Brief, wie gesagt, ne? Name wird nicht erwähnt, da er auch nichts drinsteht. Und ja, ich kann alles verwenden, werde alles verwenden, freue mich riesig und sage nochmal ganz, ganz doll Dankeschön. Ich entflitter mich gerade mal, render das Video und lade es natürlich noch hoch, damit das heute Abend noch online gehen kann. Das habe ich dir versprochen und was man verspricht, das hält man auch. Ne? Ich sage dickes, fettes Dankeschön. Euch, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuschauen. Bye, bye, eure Katrin. Tschüss.